Und zwar habe ich jetzt ein Video von und dem Creator, der war mir noch gar ein Begriff, aber der gute Jude Nerzo hat den anscheinend gesigned in seinem in seinem Management. Und dementsprechend muss ich ihn mal auschecken, wenn, ne, wenn Meister Nero, ne, den Gütesiegel Nero gibt, so, dann muss da dann der treue Vasall auch mal gucken, was da so zu holen ist. Ein neuer Vasall. Der neu ist er tatsächlich nicht. Waspel. Waspel. Der ist tatsächlich schon größer, ist auch schon länger bei Online-Titan. Aber, nichtsdestotrotz, ist mir der jetzt erst aufgefallen. Und der hat ein Thema am Start, was ich auf TikTok am Rande gesehen habe, mitgekriegt habe, aber halt nicht aktiv verfolgt habe. Und das ist ganz geil, dass er das aufarbeitet. Deswegen können wir da immer direkt reinspringen, eine Reaction dazu machen. Denn ich wollte das eventuell fast selber angefasst haben, das Thema, aber dann habe ich es doch gelassen. Deswegen, da gehen wir rein. Ich bin sehr gespannt, was uns der gute Waspel hier präsentiert. Es geht los. Hi, das Influencer ihre An der Stelle erstmal erstes Video, was ich von dem Kerl sehe. Karriere innerhalb von Sekunden an die Wand fahren können wie übereifrige Testdummies, ist ja nichts Neues. Und wir haben heute ein absolutes Paradebeispiel dafür am Start und ehrlich gesagt das verwirrendste TikTok-Drama mit der größten Lore überhaupt. Yeah, I got banned because of this. Nope, you were banned because you were marketing your adult content to your child fanbase on TikTok. Okay, das kam jetzt ein bisschen aus dem Nichts, gebe ich zu. Also, um wen geht es? Das hier ist der Tall Knight und sein Content besteht daraus, ein Ritter zu sein, der groß ist. Und die Ladies finden ihn natürlich ganz toll. Bekannt geworden ist er mit dem Good Vibes Trend, dabei ging es einfach darum, positive Vibes zu verbreiten und den Leuten zu zeigen, dass man auch auf kleine Aromen... Es ist TikTok, ne? Also, da muss einen auch einfach nichts mehr wundern. Leute kriegen tatsächlich teilweise Reichweite mit Dingen, die man so, darüber hat man so nie drüber nachgedacht. Der Dude hat einen Helm auf, eine Brille und ein Muscle-Shirt an. Und ist groß. Also, ne? Aber wenn es funktioniert, so alles cool, so soll er machen, ne? Alles gut. Stolz sein kann. Dafür, dass der Typ angeblich, ja, da kommen wir später noch drauf zurück, so für Positivität steht, stolpert er aber von einem Skandal zum nächsten. Und angefangen hat das alles damit, dass er von seinem Vermieter vor die Tür gesetzt wurde. Please don't scroll. I need help. I just got kicked out. I'm homeless now. I have nowhere to go. This is how much money I have to my name right now. Nice. I haven't made enough money. I don't make enough money to eat every day. Das ist eine ziemlich traurige Situation. Und wenn man sich davor anguckt, was er gemacht hat, könnte man, wie die meisten, dabei auch einiges an Sympathie für ihn empfinden. Das ist schon Deswegen nicht so hat er auch geil, viel Support bekommen und innerhalb einer Stunde wurden ihm knapp $15.000 gespendet. So, das Problem ist, dass das wohl gar nicht stimmt. Ich meine, holy shit. Nein, warte. Bruder. Bro. Bro. Keine Seltenheit heutzutage. Ja, leider ja. Leider ja. Einfach mal eben, ich finde sowas ist immer noch mal anders widerlich, meiner Meinung nach. Sowas ist immer noch mal anders widerlich, weil dort der gute Wille von Menschen ausgenutzt wird und im schlimmsten Fall desensibilisiert man Menschen gegenüber solchen Fällen. Weil ja, du wurdest dann schon mal gescammt so und dann beim nächsten Mal denkst du dir, nee, dann helfe ich jemand anderem nicht, weil ich wurde ja schon mal verarscht. Und die Person kann es dann vielleicht trotzdem tatsächlich mal wirklich gebrauchen, so. Ist eine andere, die noch nie jemanden verarscht hat. So, und du hilfst dann lieber nicht, weil, ne, bist ja schon mal drauf eingefallen. Ekelhaft. Nur Holy. Denn das solltet ihr euch mal anhören, wer meine St Aha, er macht Werbung für Holy. Nicht für Just Legend. Hätte sich aber Just Nero. Decided to make a video
filming a suitcase on the ground here in our city. The suitcase is not even his. He did have money. He had enough to fly up a random girl to Maine. He had enough money for her ticket, but had nothing. Das hier war sein Vermieter. Es ist schon ein bisschen peinlich, so erwischt zu werden. Ouch. Und das fanden verständlicherweise viele nicht so witzig. So zu tun, als wäre man obdachlos, um Spenden von seinen Followern zu schnorchen, ist unterste Schublade. Absolut. Aber dass irgendwelche matschönigen TikTok-Typis das Leid von anderen Menschen als Mittel zum Zweck benutzen, ist ja nichts Neues. Sonderlich ritterlich finde ich das jetzt aber nicht. Absolut widerlich. Und dann heult er darum, dass er nicht genug Geld für Essen hat, aber bezahlt gleichzeitig ein Ticket für eine random Frau, um sich mit ihr zu treffen. Weirde Priorität, was dein Essen angeht, sage ich dir ehrlich. Die macht nicht satt. Und das, als wäre das nicht auch schon schlimm genug, ist er danach bei einem Betrug. Weiteren... Ja. Ja, das ist ein Spendenbetrug. Aber er ist halt eine Ami. In Amerika kommst du halt mit sowas wahrscheinlich durch. Girl in die DMs geslidet, das ist ein Muster, das ihr heute öfters sehen werdet, und hat dort mit den Spenden geflext. Let's look at my neck. Baby, I'm straight ballin'. I buy you whatever you wanted. Diamonds and pearls. Wait, weren't you homeless? I'm not cut up on tall night lore. And no, by the way, we up. Wait, hold on, you never were? Nuh-uh. Wait. To be fair, er behauptet, diese Screenshots wären fake, da kann ich nichts zu sagen, aber er hat genug andere Sachen gemacht, die wir uns angucken können. Ich fand's aber irgendwie witzig. Der ehrenvolle Good Vibes Ritter, der seine Fans scammt und damit vor Girls auf Snapchat flext. Was zur Hölle? Skuskur. Das ist jetzt auch schon etwas her, ich wollte euch aber nur mal auf den neuesten Stand der Lore bringen, damit ihr versteht, was jetzt alles passieren wird. Denn mittlerweile ist unser Ritter Nimmersatt wieder mal in aller Munde wie ein Zahnarzthelfer, denn sein Account wurde gelöscht. Und dazu hat er auch direkt ein Video auf seinem Zweitaccount veröffentlicht. And I'm terrified right now because I just got fucking banned. For no reason at all. Ja, ja, immer Two so. Years of... Immer so. For no reason. Immer so. My life. 1.6 million followers. All because enough people spam reported my account because they don't like me over something that wasn't even true. Naja, no reason würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das doch... Bei der Größe hat man auf TikTok auch eine Ansprechperson tatsächlich. Heißt, er könnte sich dort bei seinem TikTok-Manager von seiner Region melden so und seinen Account wiederkriegen, wenn es halt for no reason ist. Kläre ich in einer Sekunde. Aber bin ich der Einzige, der es super weird findet, so ein ernstes Video zu gucken und alles, was man sieht, sind seine kleinen Hobbit-Füße? Wie kommt man auf diese Idee? Das ist die große Entscheidung. Mache ich ein Statement-Video oder promote ich meinen Feed-Content? I take both. Gut, das Problem an dieser Sache ist, das ist von vorne bis hinten gelogen. Natürlich. Tall Knight wurde gebannt, weil er seinen NSFW-Content an seine minderjährige Fanbase vermarktet hat. Nachdem eine Zuschauerin I want to see it grow kommentiert hat, hat er mit einem Video geantwortet, indem er eher anzüglich tanzt. Und wenn man sich das Profil dieser Zuschauerin anguckt, merkt man sehr schnell, dass sie 15 Jahre alt ist. Ew. Das war aber kein Einzelfall, denn unter einem anderen Video, in dem er seine Gewürzgurkenbilder promotet, hat eine andere Zuschauerin sehr begeistert kommentiert, worauf er ebenfalls geantwortet hat. Und diese Zuschauerin ist 13 Jahre alt. Nochmal. Ew. Natürlich wurde er darauf angesprochen, aber er hat nicht mal eingesehen, das Video zu löschen, weil es keine Klicks mehr macht. Oder so. Das mit dem Einsehen ist sowieso nicht so seine Stärke. Vielleicht braucht er einfach einen Helm mit einem größeren Visier. Like this video. Don't make stupid people famous. Don't. You announced you are now making adult content, and this fan of yours is really excited. And look, you commented back to her. And again, 2 seconds to click the profile. She is 13 years old. Tall Knight directed all these people to his link tree, and you see that link at the top that says My Workout Routine? Yeah, that goes to his Patreon, where for $5 a month you can get his workout routine, or for just $2.50 more, you can look at his lewd photos and videos. Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug, hat er keine Altersverifizierung für diesen Content eingerichtet.
Also da kann jeder, der die $7.50 zahlt, drauf zugreifen. Cool. Ganz egal welches Alter. Und dass das problematisch ist, muss ich wohl niemandem erklären. Ja, also Darmstrom, diese Leute haben keinen Bock zu arbeiten. So, als seriöser Influencer machst du dir zumindest die Arbeit und packst da eine Content-Sperre rauf. Hast ein Management oder sowas, das dich in irgendeiner Weise betreut oder so. Das ist halt, also, Digga, da muss nur ein Elternteil das mitkriegen, so, und der, sein Arsch würde was, also den würden sie vor Gericht zahlen und sonst was so. Der macht sich null Arbeit, möchte trotzdem Geld damit verdienen und nimmt keine Verantwortung an. Denn der Verantwortung aufnehmen wäre ja zum Beispiel gewesen, so, ey, da hat jemand mit 13 Jahren unter deinem Video kommentiert, so, du flirtest mit ihr, die ist 13, lösch doch das Video oder zumindest die Kommentare. Und er, nö, wieso denn? Oder? Also, das wäre das aller Mindeste gewesen. Aber kein Interesse da. Erinnert mich. Das ist halt, don't make stupid people famous. Das ist halt Patreon, nicht OnlyFans. Patreon. Patreon ist effektiv, also Patreon und OnlyFans ist eigentlich essentiell dasselbe. Auf Patreon darfst du halt eigentlich keinen Nude-Content machen. Ich glaube, das ist aber in dem Fall eher OnlyFans. Weil OnlyFans erlaubt Nude-Content. So, aber letztendlich ist Patreon genau wie OnlyFans eine Seite, die du mit einer Paywall für monatliche Subscription versperren kannst vor Leuten, die halt keinen Zugang haben. So. Und OnlyFans ist genauso, nur erlaubt OnlyFans halt Nude-Content. 19-jähriger Thirst-Trap-TikToker seine Nacktbilder an Minderjährige zu vermarkten, ist absolut creepy. Das Internet, vor allem TikTok, ja, ist nun mal voller Kinder, aber dann richtest du einfach eine Altersverifizierung für NSFW-Content ein und antwortest nicht auf Kommentare von 13-Jährigen, die mit dir flirten. Ja. Das ist nicht. Und dann kann er seinen weirden Content weitermachen. Aber das würde ja bedeuten, er müsste ein bisschen Arbeit investieren. So schwer. Und natürlich hat er sich verteidigt und gesagt, dass er bei den Kommentaren von gerade nicht das Profil überprüft hat. Und zu alledem hat er das wahrscheinlich weirdeste Response-Video, das ich jemals gesehen habe, veröffentlicht. Guckt euch das einfach mal an. If you can give me just a couple minutes, I can irrefutably prove how I'm innocent. This is the month of August. We are there. This is when everything went down. When I started my Patreon, which had higher pay, but I did not know had no age verification, that was around just before the beginning of the month. There's proof. It ran for almost exactly a week before it got reported and then taken down. And then there's proof of that. And my OnlyFans, which is age restricted but pays less, I started on the 9th. There's proof of that. Now this whole drama started when I made a video advertising my content in general, just NSFW content, to a minor accidentally. And the day that video was posted was the 10th. Here's proof of that. So days before, the Patreon had nothing accessible on it. The posts were there, but they couldn't be accessed. So at no point in time did I make a video sending a minor to a website that didn't require age restriction. Habt ihr den Emoji gesehen? Er muss das ja vorbereitet haben. Wisst ihr, in welcher Welt ist das eine gute Idee? Also was er sagt ist, er hat versucht, den NSFW-Content ohne Altersverifizierung zu veröffentlichen und das an seine teilweise minderjährige Fanbase zu promoten. Aber weil Patreon ihn gesperrt hat, bevor er das wirklich umsetzen konnte, ist es nicht weird? Ja, das ist komisch. Macht's nicht besser. Du konntest doch nicht versuchen, eine Bank auszurauben, aber weil die Security dich überwältigen konnte, bevor du es wirklich tun konntest, dann sagen, dass du unschuldig bist. Was ist das denn? Einfach Ritter richtig. Nein, Herr Officer, ich wollte nicht meinen Content an Minderjährige verkaufen. Die Plattform lässt mich das nicht tun. Aber sie haben es versucht. Sie haben es geplant. Nein, Herr Officer, ich habe es nicht getan. Aber sie haben es versucht. Sie haben es geplant. Ich verkaufe mein Content doch nur an. Es ist halt, Bruder, also es ist schlau. Aber das war's immer noch nicht. Kommen wir zu dem momentan Final Lore-Skandal.
Denn Tall Knight hat seine ritterliche Rutsche genommen und ist bei einem weiteren Girl in die DMs geslidet. Und es wird einfach nicht besser. We do now have a private conversation between him and a fan where the fan questioned him about these messages. Here, Tall Knight explicitly says he knew she was 16 and he knows the age gap is iffy, but it's legal where he lives. But that is not true because when crossing state lines, which this case is, it is definitely not legal. Iffy. Stell dir vor, du lebst in einem Bundesstaat, wo du mit als Volljähriger Verkehr haben kannst mit einem Minderjährigen, 16 in dem Fall. So, ne? Aber, du musst dafür die Landesgrenzen verlassen. Bruder, das ist doch super sass. Lass mich nur kurz in ein anderes Bundesland gehen, um dort mit einer Minderjährigen verkehren zu können. Bruder, Bro. Also, wie? Das ist alles so ein. Ich verstehe das alles nicht. Also, er findet den Altersunterschied. Iffy. Da, wo ich herkomme, nennt man das. Das Ding ist, wie er mit diesen ganzen Sachen umgeht und wie er darauf eingeht und die Sachen anspricht, macht alles schlimmer. Es ist unfassbar unreif, unreflektiert und er zeigt absolut gar keine Einsicht. Ist halt 19 so, ne? Die Sachen, die er getan hat, sind schon schlimm genug, aber wie er damit umgeht, macht es halt nochmal eine Ecke schlimmer. I did not know her age until very recently after the conversation got posted everywhere. Das ist komplett gelogen, was er auch selbst bestätigt hat. Es steht da. Und diese Textnachricht zwischen ihm, er ist 19, nur nochmal zur Klarstellung, und diesem 16-jährigen Mädchen sind absolut weird. Im Grunde bettle ich an diesem Punkt. Ich warte nur darauf, dass du mir sagst, ich soll verschwinden, denn ich habe nicht die Willenskraft, sonst aufzuhören, mit dir zu reden. Entweder texte mir schneller zurück oder block mich, denn diese Spannung macht mich noch mehr obsessed mit dir. Du bist so weit außerhalb meiner Liga. Ich bin total eingeschüchtert von dir, es sei denn, ich bin nur auf eine unheimliche Art und Weise eingeschüchtert. Okay, Zeit, meine Benachrichtigungen für die nächsten 2 Stunden zu aktualisieren, bis du antwortest. Bro, was ist denn bei ihm? Was? Das war eine absolute visuelle Autobahn. Aber in die Hölle, zurück, durch den Mond, in die Sonne, in eine Atomexplosion. Ey, ohne Witz. Was bin ich hörend? Was geht denn hier ab? Bro, liest er sich das nicht? Was zur Hölle? Das ist von Turbo Cringe zu maximal creepy zu einfach nur, Bruder, bitte hör auf. Nützt das Internet einfach nicht mehr. Das ist so ekelhaft und unfassbar manipulativ. Und er rechtfertigt das eben mit dem Romeo und Julia Gesetz, was in dem Fall gar nicht zutrifft. Was für ein Witz. Aber selbst wenn das nicht illegal wäre, was ist für ein es Romeo trotzdem und Julia Gesetz. Es gibt juristische Grenzen und es gibt moralische Grenzen. Und dafür gibt's Gründe. Und diese ganzen Nachrichten, die ihr seht, sind innerhalb von 3 Tagen entstanden. Das heißt, er hat dieses 16-jährige Mädchen über 3 Tage hinweg zugespammt. Das ist armselig. Das ist das einzige Wort, das mir dazu einfällt. Es ist armselig. Dieses komische Gespamme und Gebettel. Ew. Und das Problem an der Sache ist, diese Vorfälle häufen sich. Na, ihr habt die Kommentare gesehen, ihr habt jetzt diesen Chat gesehen. Langsam zeichnet sich da ein Muster ab. Und es fällt mir immer schwerer zu glauben, dass das nur Zufall ist und kleine Fehler. Dafür wird er momentan absolut zu Recht von oben bis unten durchkritisiert. Zu Recht. Und da sind noch einige andere Sachen, wie dass er absichtlich eine Transperson misgendert hat und während seiner Entschuldigung ständig Memes einblendet. Come on. Während all diese Sachen passiert sind, hatte er teilweise eine Freundin, die er also auch betrogen hat. Dann noch die ganzen... Ey, das ist halt so derbe unnötig, ohne Witz. Also ich finde 16 und 19 nicht... Moment, bevor wir hier solche Aussagen tätigen. Das eigene Alter durch 2 plus 7. Das ist die Faustregel. An die müssen sich alle Menschen halten. Unabhängig davon, ob man sie kennt oder nicht. Eigene Alter durch 2. 19. 9,5. Plus 7. Ah, so jung. So jung, ist weird. Lügen, die er erzählt, und er versucht den Zuschauern ständig ein schlechtes Gewissen einzureden. Please just hear me
Hear me out. That's all I ask. You've already robbed me of my platform. You've already taken away the money I needed to pay rent. The least you can do is hear my side. Wir haben dir gar nichts weggenommen. Ja, das sind die Konsequenzen deiner Taten. Trauriger Emoji. Das ist genau, so. Das eigene Alter plus das eigene Alter durch 2 plus 7. Das ist die Faustregel der Faustregeln. Wild. Der Typ lügt durchgehend, stellt sich in die Opferrolle und versucht anderen ein schlechtes Gewissen einzureden, obwohl er den Fehler gemacht hat. Ja, klar. Eine ehrliche Entschuldigung und Einsicht zeigen scheint der Typ nicht wirklich hinzukriegen. Diese Memes, ne? Diese Memes. Ich könnte ein komplettes Video nur über sein Statement machen. Also stellt euch vor, es ihr werdet so kritisiert, weil ihr angeblich eure Fans gescammt habt und 13- und 15-Jährigen auf sehr weirde, flirty Kommentare antwortet und mit einer 16-Jährigen flirtet. Und dann setzt ihr euch... Als Content Creator, der ihr... Also, Digga, das ist halt wieder diese typische Machtgefälle-Situation. So, das ist weird. ...in euer Antwortvideo und blendet durchgehend Memes ein. Er hat überhaupt nicht verstanden, wie falsch diese Sachen sind, die er getan hat. Da geht, wie gesagt, so viel ab, das kann ich gar nicht alles in einem Video unterbringen. Also verzeiht mir, wenn da einige Infos fehlen. Ich verlinke euch ein bisschen was zu dem Thema. Und lasst mich gerne wissen, ob euch sowas interessiert. So ein bisschen international Drama, dies, das. Schreibt mir gerne in den Kommentar dazu. Und haltet euch von Rittern fern. Die sind weird. Ciao. Also sag ihn einfach lauf.